jetzt habe ich es geschafft, bin endlich oben auf dem Ausguck und sage damit auch hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zur 31. Folge und trinke erstmal einen Schluck Rum, dazu eine leckere Wurst. Ja, jetzt bin ich auf dem Ausguck und da guckst du. Da hinten ist noch einer, aber auf den kann man wahrscheinlich nicht kommen. Wüsste auch nicht wie. Jetzt bin ich gespannt, wie ich denn jetzt wieder runterkomme. Okay, ein Glück, ganz normal. Weil mir ist nämlich aufgefallen, ich habe es zigmal versucht. Ah, es geht ja weiter in die Leiter rein. Mhm, okay. Weil beim Hochgehen hatte ich einen sehr großen Abstand gehabt zu der Leiter, um hochzugehen. Aber egal, ich habe es auf jeden Fall geschafft. Okay, hier ist auch alles gut. Oh, ist das hoch. Eben aufpassen, was man so rum erzählt. So. Und nochmal ein Stück Leiter nehmen und runter. Schießt alles. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Wir sind unten. Ja. Wir haben ja noch einen Logbucheintrag. Und zwar, das war ja hier der Knut. Mhm, hat mich angepöbelt. Und als Bootsmann soll ich mich so ein bisschen fortschrittlich hier auf dem Boot zeigen. Harald, Hawk, Halvar und Wolfgang soll ich von meinen Fähigkeiten überzeugen. Ja, mit wem fangen wir denn an? Mit Ernst, Dandolo. Gucken wir mal erstmal, wer die Leute sind. Hey, Ernst. Hallo, ich bin... Ich weiß, unser neuer Mann an Bord. Du heißt Roland? Ja, aber woher weißt du das? Ganz einfach. Ich habe deinen Namen gehört, als du an Bord gekommen bist. Also, herzlich willkommen, Roland, auf der Albatros. Ich bin Ernst. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Hilfe brauchst, kannst du dich getrost an mich wenden. Ich danke dir. Hast du vielleicht irgendeinen Ratschlag für mich? Hm, ja. Wenn du dich kameradschaftlich verhältst, kommst du eigentlich mit fast jedem hier an Bord aus. Sogar mit Sven, der ein richtiger Drückeberger ist. Nur bei Knut würde ich aufpassen. Der ist ein richtiger Schläger. Und gerade auf die Neuen hat er es besonders abgesehen. Na, das war ja klar. Wegen diesem Knut... Ja, was willst du wissen? Ich hatte bisher immer geglaubt, dass Prügeleien an Bord eines Kriegsschiffes streng bestraft werden. Wenn Gernot und die anderen Paladine davon Wind bekommen, dann wird das auch bestraft. Aber Knut macht das ganz geschickt. Glaube bloß nicht, dass er mit dem Prügeln anfängt. Er provoziert dich so lange, bis du zuerst zuschlägst. Und im Regelfall ist es der andere, der ein blaues Pfeilchen davon trägt. Tja, und im Anschluss daran wirst du noch von den Paladinen bestraft, weil du mit der Schlägerei angefangen hast. Am besten gehst du ihm nach Möglichkeit aus dem Weg. Hat denn noch keiner diesem Knut eins auf die Nase geben können? Bei Dandolo hat er sich die Zähne ausgebissen. Deshalb geht er ihm auch aus dem Weg. Ah ja. Was? Sag mal, warum ziehst du eigentlich so ein Gesicht? Sag mal, warum ziehst du eigentlich so ein Gesicht? Geht es dir nicht gut? Wie? Doch, doch. Mir geht es im Grunde ganz gut. Na, das sieht aber nicht so aus, wenn du mich fragst. Naja, eigentlich hast du recht. Ich bin zurzeit etwas unzufrieden mit mir. Was ist dein Problem? Nun, ich würde gern mal... Aber halt, ich denke, das willst du gar nicht wissen. Na komm schon, jetzt raus mit der Sprache. Gut, wenn du unbedingt willst. Es geht um die Paladine. Ich bewundere stets, wie sie mit ihren Zauberruhen und Spruchrollen umgehen. Ich würde für mein Leben gerne auch mal so eine Spruchrolle ausprobieren. Wenn's weiter nichts ist, dann geh doch zu den Paladinen und frage sie einfach. Die würden mir grundsätzlich keine geben. Ich rede zwar zuweilen mit ihnen, aber wenn ich mit dem Thema beginne, blocken sie sofort ab. Der Einzige, der sich bisher etwas offener als die anderen gezeigt hat, ist der Paladin Konrad. Aber mittlerweile bin ich so eingeschüchtert, dass ich mich gar nicht mehr zu fragen traue. Dabei würde es mir vollkommen genügen, wenn ich nur so einen einfachen Lichtzauber bekommen könnte. Oh weia. Lichtzauber. Mhm. Mal gucken. Was hältst du davon, wenn ich einmal Konrad fragen würde? Was? Das würdest du wirklich für mich tun? Warum nicht? Ich habe kein Problem damit. Das wäre ja großartig. Also wenn du das schaffst, dann hast du was bei mir gut. Na, das ist doch schön. Und mal gucken, die allgemeine Frage, wie es denn so aussieht. Und? Wie sieht es aus? Naja, wieder mal viel Arbeit an Bord. Manchmal ist das hier schon eine ganz schöne Plackerei. Ja, also, Konrad, Dandolo, das ist ja... Hallo, ich heiße Roland und bin... Und bist der neue Matrose? Ja, ich weiß schon. Ernst hat mir bereits mitgeteilt, dass ein neuer Mann an Bord gekommen ist. Willkommen an Bord. Wir können neue Leute hier gut gebrauchen.
denn wer weiß, in welchen Hexenkessel wir noch geraten. Du kommst nicht aus Myrtana, oder? Das ist richtig. Meine Heimat sind die südlichen Inseln. Die waren allerdings vor einigen Jahren noch friedlicher als heute. Früher hat man sich dort lediglich mit ein paar Piraten und Banditen herumschlagen müssen. Aber heute haben sich dort, genauso wie auch woanders, die Orks breit gemacht. Doch was ist mit dir? Deine Heimat ist doch mit Sicherheit nicht dieser einsame Felsen namens Athanos. Nein, bevor ich zu euch auf das Schiff kam, habe ich dort nur einige Jahre als Soldat gedient. Meine ursprüngliche Heimat ist die Stadt Korinnes auf der gleichnamigen Insel. Mein Vater, Bosbor, der Bogner, verdient sich dort sein Geld mit dem Verkaufen von Fellen. Er handelt mit Fellen? Und wie kommt er an diese ran? Die holt er sich gemeinsam mit seinem Gehilfen aus den Wäldern vor der Stadt. Dort wimmelt es nur von Wölfen und anderen Tieren. Als ich noch in der Heimat lebte, habe ich meinem Vater oft bei der Jagd geholfen. Doch eines schönen Tages hattest du die Nase davon voll, was? Genauso war es. Ich wollte was von der Welt sehen und bin nach Myrtana gegangen. Dort bin ich nach kurzer Zeit bei der Miliz gelandet. Doch zu guter Letzt hat man mich nach Athanos versetzt. Das war Pech. Ich kann mir auf jeden Fall was anderes vorstellen, als auf diesem einsamen Felsen zu versauern. Ich bin mir sicher, dass dort noch kein einziger Ork vorbeigekommen ist. Irrtum. Einen hat es dort tatsächlich mal hin verschlagen. Tatsächlich? Wie kam er denn auf diese Insel? Mit einem Boot. Anscheinend war er ein Spion. In letzter Zeit ist überhaupt mehr auf Athanos geschehen als sonst. Trotzdem, außer den Lurkern und Wölfen, wird man dort keinen richtigen Gegner finden. Daher habe ich mich zu euch gemeldet. Mal sehen, ob meine Entscheidung richtig war. Das wird sich zeigen. Mein Lebenslauf lief ähnlich wie der deinige ab. Mein Vater wollte, dass ich wie er Bauer werde. Nun, du kannst dir sicher vorstellen, dass das nichts für mich war. Okay, jetzt wissen wir auch, dass Roland der Sohn von dem Bosbor, dem Bogner, war. Es ist schön, dass man hier auch so ein bisschen die Geschichte von Roland erfährt. Aber mir ist auch noch gerade aufgefallen, dass ich noch ein bisschen was machen muss. Und zwar werde ich die Musik mal ein bisschen in Phone leiser machen. Ich hoffe. Ja, ich glaube. Ja, ich mache mal zwei Phone leiser. Und gehe wieder zurück und frage Tandolo weiter aus. Weil dieses Stück hier doch ein bisschen hohe, so ein paar hohe Pegelspitzen hat bei der Musik. Okay, dann fragen wir nochmal über Knut nach. Ernst hat mir erzählt, dass Knut sich gerne mit jedem herumschlägt. Das ist richtig. Vor allem die Neuen sollen sich in Acht nehmen. Ich gebe dir einen guten Rat. Wenn du besser bist als er, dann fordere ihn in einen Mord heraus, wo es keine Zeugen gibt. So habe ich es mit ihm gemacht. Ansonsten wird er dich bei der Anwesenheit von Zeugen so lange provozieren, bis du zuerst zuschlägst. Und dann bist du bei den Paladinen nun durch. Und bist du nicht besser als er? Ja, dann geh ihm am besten aus dem Weg. Okidoki. Schau mal, was haben wir hier ein neues Lichtzauber für Ernst? Ja, da dürfte auch was Neues drin sein, richtig. Bootsmann, ja, ist klar, ich muss mich bewähren. Lichtzauber für Ernst, ja, der will einen Lichtzauber haben und ich soll dann wen nochmal fragen? Konrad nochmal befragen. Hey, wo ist denn jetzt Konrad? Muss mich erstmal ein bisschen... Oh, hier ist Hawk, der Schmied. Konrad, wo könnte der sein? Alva, Beowulf, Bertram, Sven, das war doch Erik... Klar. Oh. Konrad, da ist er doch. Ja, Konradchen. Hey du. Hallo, ich bin der neue Matrose. Mein Name ist Roland. Sei willkommen auf der Albatros. Ich bin Konrad, Streiter für unseren Herrn Innos. Wer ist der Kommandant dieses Schiffes? Das ist der ehrenwerte Lord Baldwin. Er ist ein kühner Kämpfer und ein Mann ohne Fehl und Tadel. Behandle ihn daher stets mit Respekt. Das werde ich tun. Aber zuerst darf ich dir mal was fragen. Dich mal was fragen? Aber sicher. Was willst du wissen, Matrose? Mein Schiffskamerad, der Matrose Ernst, würde gerne mal einen Lichtzauber ausprobieren. Könntest du mir vielleicht für ihn eine Lichtzauberspruchrolle geben?
So? Zuerst einmal würde ich gerne wissen, warum er sich nicht selber an mich wendet. Nun, ich denke, dass er zu schüchtern dazu ist. Meinst du? So, ich bin hingegen der Meinung, dass der Matrose Ernst durchaus richtig fühlt. Dass dieser Wunsch im Grunde ein unverschämtes Verlangen ist, im Gegensatz zu dir. Was fällt dir eigentlich ein? Glaubst du vielleicht, dass die göttliche Macht, die wir vom Innus bekommen haben, dazu missbraucht werden darf, dass Laien ihre neugierigen Versuche damit machen? Innos hat uns diese Macht gegeben, um seine und unsere Feinde zu bezwingen. Und nicht, um diese vertörichte Spielereien zu missbrauchen. Geh zu Meister Wolfias und bitte ihn, dass er Innos Gnade auf dich herabfleht, damit dir diese Sünde vergeben werden kann. Geh! Oh, weia. Na, da sind wir aber wieder richtig in Bedrängnis gekommen worden. Leute, mein Deutsch. Ja. Hey. Aha. Also krieg ich nix. Ja, liebe Leute. Muss ich... Wolfias, war der jetzt links oder war der unten? Ja, hier ist er. Wolfias. Hey du. Innos zum Gruß, Seemann. Was kann ich für dich tun? Jetzt redet er auch. Ich grüße dich, Magier. Sei mir willkommen, mein Sohn. Was führt dich zu mir? Ich bin neu hier an Bord und sehe mich nur ein wenig um. Das ist doch mein Name ist Roland. So sieh dich getrost nur um. Du scheinst überrascht zu sein. Ja, ich hätte nicht erwartet, auf einem Kriegsschiff einen Magier des Feuers zu sehen. Warum nicht, wenn der Zweck die Mittel heiligt und es den Männern hier an Bord hilft? Zu mir kommen die Matrosen, um zu Innos zu beten und sich segnen zu lassen. Und Charybdo selbst, der oberste Magier des Feuers, hat mir den Auftrag gegeben, Lord Baldwin bei seiner schweren Mission zu unterstützen. Und für eine kleine Spende kannst du von mir verschiedene nützliche Dinge bekommen. Na, das hört sich doch gut an. Meister, ich habe gesündigt. Das sollte ich mal als erstes machen. Oder erstmal segnen. Na, erstmal. Meister, ich habe gesündigt. Ist das so, mein Sohn? Dann sprich, was hast du verbrochen? Ich hatte den Paladin Konrad gebeten, mir eine Spruchrolle für einen Lichtzauber zu überlassen. Da der Matrose Ernst diesen gerne einmal ausprobiert hätte. Nun ist Konrad der Ansicht, dass ich mich mit dieser Bitte schwer versündigt habe. Er sagte mir, dass es nur den Paladinen zustünde, die von ihnen aus gewährten Zauber zu nutzen. Darum befahl er mir, sofort zu euch zu kommen, um Buße zu tun. Nun, ich muss sagen, dass Konrad da nicht Unrecht hat. Es wäre in der Tat ein Frevel, Innos Zauber schmählich zu missbrauchen. Ich glaube aber nicht, dass er uns vorgehabt hatte, Innos zu schmähen. Er bewundert die Paladine und... Du brauchst nicht weiter zu sprechen. Auch ich glaube nicht, dass dieser Wunsch einer bösen Absicht entsprungen ist. Nichtsdestotrotz werde ich Innos bitten, dass er dir und deinem Freund vergibt. Ich danke dir. Es war wirklich keine böse Absicht. Zudem wollte er nur einen harmlosen Lichtzauber ausprobieren. Ist das denn wirklich so schlimm? Schließlich kämpfen wir ja alle für Innos gerechte Sache. Du bist ein guter Diplomat. Es wäre auf jeden Fall viel weniger schlimm gewesen, wenn man den heiligen Zauber gegen etwas anderes Heiliges ausgetauscht hätte. Das wird sogar von Innos, unserem Herrn, sehr gerne gesehen, da dies zu seiner Ehre geschieht. Wird sich das jemals ändern? Okay, heute gibt's Taschenlampen und damals gab es noch Lichtzauber. Was könnte ein angemessenes Tauschmittel dazu sein? Das fragen wir ihn mal. Was könnte ein angemessenes Tauschmittel sein? Nun, zum Beispiel eine Flasche, die mit geweihtem Wasser gefüllt ist. Gerade der Paladin Konrad hatte mich vor kurzem gebeten, ihm etwas von diesem Wasser zu geben. Leider aber musste ich ihm mitteilen, dass ich nichts davon an Bord habe. Das erinnert mich doch an was. Ich habe doch, glaube ich, noch geweihtes Wasser. Jemand wird dafür büßen müssen. Wird Innos mir nun verzeihen? Ja, das wird er. Zumal, wenn du bereit bist, etwas Gold an ihn und seine Diener zu spenden. An wie viel dachtest du? Ich denke, 50 Goldstücke werden genügen. Wenn du bereit bist, so viel zu geben, werde ich auch Konrad mitteilen, dass Innos dir verziehen hat. Jo, dann spenden wir mal. Kostet ja nix. Nur Gold. Ich bin bereit, für Innos zu spenden. Das ist weise von dir, mein Sohn. Die Kirche Innos bedankt sich für deine Spende.
lassen wir uns nochmal segnen. Segne mich. Ich segne dich im Namen Innos. Der Herr lasse sein Feuer in deinem Herzen brennen und gebe dir die Kraft, nach seinem Recht zu handeln. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich. Schöner Spruch. Dann, ich erzähl dir doch nichts Neues. Werde ich weiter später fragen? Hier ist ein Schreibpult, hier kann ich was schreiben. Das war doch klar. Brief an die Eltern. Geht das nochmal? Brief geschrieben. Okay. Mir ist aufgefallen, ich habe gar keine Lichtzauber mehr. Die hatte ich mal, die hätte ich bestimmt mal verkauft gehabt. Aber mal gucken, was Wolfgang jetzt noch so macht oder hat. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So. Ich habe was anderes gehört. Eisblock, Eisblock. Lichtzauber ist auch so was mit dem Stern. Nö, hat er nichts. Also Lichtzauber hat er nicht. Fragen wir mal was. Kannst du mir etwas beibringen? Das hat er doch vorher gewusst. Was könnte ein Magier einem Matrosen schon beibringen? Nun, vielleicht etwas Magie. Was? Willst du mich zum Narren halten? Was für ein Gedanke! Innos göttliche Magie werde ich niemals einem Laien mitteilen. Okay. Ist ja schon gut. Aber vielleicht etwas Alchemie. Ja, das ist gut. Hm, du scheinst ein wissbegieriger junger Mann zu sein. Aber warum nicht? Wenn du mir auf unseren Landgängen einige Kräuter besorgst, bin ich bereit, dich in die Geheimnisse der Alchemie zu unterrichten. Einverstanden. Was brauchst du? Lass mich überlegen. Ich bräuchte etwa 20 Heilpflanzen und 15 Feuernesseln. Sobald ich an Land komme, werde ich die Pflanzen für dich suchen. Ich habe mir das schon gedacht. Okay. Da gucken wir mal. 15 Heilpflanzen und... Davon lass ich lieber. Was haben wir denn hier? Heilkräuter. Na, das sieht aber nicht gerade erbaulich aus bei mir hier im Inventar. Doch, Heilpflanze. 28, Heilkraut, Heilwurz, Feuerkraut, Feuerwurzel. Wird sich das jemals ändern? Okay, was war das? Feuernesseln. Ich habe 0 Feuernesseln. 0. Das ist jetzt doof. Naja, okay. Hey, ich glaub nicht, und weiter geht's. Wie kann ich meine Lebenskraft steigern? Ich fühle mich schwach. Kannst du mir sagen, wie ich meine Lebenskraft steigern kann? Ja, das kann ich. Zunächst solltest du natürlich auf eine gesunde Ernährung achten. Meide vor allem den Alkohol und das Rauchen. Aber hauptsächlich ist unsere Lebenskraft von unseren Gefühlen abhängig. Wenn du lernst, mehr Mut und Selbstvertrauen zu haben, kannst du deine Vitalität beträchtlich steigern. Am wichtigsten aber ist es, dass du Freude am Leben hast und genießen kannst. Gönne dir daher etwas Zeit am Tag. Unternimm etwas, was dir Freude macht. Du wirst dann sehen, dass du dich schon bald viel gesünder fühlst. Wenn du willst, kann ich dir gerne noch mehr Ratschläge geben. Du solltest aber über die nötige Erfahrung verfügen. So, Philosoph bist du auch noch. Weißt du, wohin uns unsere Reise führt? Vielleicht. Aber solange dies Lord Baldwin geheim hält, werde ich auch nichts sagen. Okay. Ja, wegen der Pflanzen. Wegen deinen Pflanzen. Erst wenn du mir die Pflanzen bringst, werde ich dich in Alchemie unterrichten. Verstehe. Das war doch schon vorher. Okidoki. Das war mal so eine richtig schöne Sache. Was haben wir denn hier zu liegen? Gar nichts. Okay. Ja, dann wollen wir mal gucken. Wie wir uns denn mal vorstellen können. Knut kennen wir ja bereits. Hawk, bei dem muss ich auch noch ein bisschen Eindruck schinden. Das machen wir hier mal. Das scheint wohl der Schmied zu sein. Hallo, ich nehme an, du bist der Schmied. Tja, sieht wohl ganz danach aus, was? Und du bist der Neue, oder? Sieht wohl ganz danach aus. Verkaufst du auch deine Waffen? Leider darf ich die Waffen, die ich geschmiedet habe, nicht an die Mannschaft verkaufen. Du musst dich wohl an Wolfgang wenden, der den Laderaum verwaltet. Er allein kann dir weiterhelfen. Wird sich das ändern? Ich würde gern Bootsmann werden. So, Bootsmann, wo du gerade mal an Bord gekommen bist? Aber warum nicht? Was muss ich tun, damit du mich zum Bootsmann vorschlägst? Donnerwetter, dir scheint es ja damit wirklich ernst zu sein.
Wo hast Allerdings. Du wieder her? Na, du bist mir vielleicht einer. Aber du gefällst mir. Du willst weiterkommen im Leben. Ich sag dir was. Wenn du dich beim nächsten Kampf mit den Orks bewährst, hast du meine Stimme. Bring mir ein Dutzend Ork-Waffen. Das genügt mir als Beweis. Auch noch. Dutzend Ork-Waffen. Ja, ich habe ja natürlich nicht gegen Orks gekämpft. Ja, ja. Dann schauen wir mal weiter. Hey Sven. Hallo, ich bin der neue Matrose. Mein Name ist Roland. Hallo Mann. Willkommen auf der Albatros. Danke. Und wer bist du? Ich bin der gute alte Sven. Wenn du mal was brauchst, dann komm getrost zu mir. Wieso? Kann ich irgendetwas bei dir kaufen? Na klar, Mann. Für gute Freunde habe ich immer etwas. Echt preisgünstig. Was kannst du mir anbieten? Sumpfkraut, Mann. Echt gutes Zeug und verdammt günstig. Und wenn du noch das eine oder andere brauchst, dann frag ruhig mal den alten Sven, ob er es dir besorgen kann. Du handelst also mit Sumpfkraut. Weißt du nicht, dass das verboten ist? Na und? Solange mir keiner etwas beweisen kann, ist mir das ziemlich gleich. Mal gucken, Zeig mir deine Ware. Wirklich Sumpfkraut hat. Ja, hat er jede Menge. Cool. Naja. Auch das haben wir. Mit ihm. Dandolo, ja, den haben wir schon gesprochen. Ernst? Hey! Immer noch nicht mit dem Lichtzauber. Und? Wie sieht es aus? Naja, wieder mal viel. Manchmal. Okay. Haben wir schon gehabt. Ja, eine schöne Nacht. Hier auf dem Schiff, auf der Albatros. Ich werde jetzt mal eine Runde schlafen. Und hier ist der Lagerraum, hier kann man nicht pennen. Das hat er wirklich. Waren jetzt die Mannschaftsräume? Ach, die waren Stockwerk oben. Nee, das heißt ja Deck. Ach ja, es ist mir zu dunkel hier. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Innos leuchtet all denen, die seine Weisheit erkennen. So, ausgeruht und regeneriert. Das ist ja unser Erik. Alva! Hey du! Hallo Steuermann! Hallo, ich nehme an, du bist der neue Matrose, der an Bord gekommen ist. So ist es. Mein Name ist Roland. Und mein Name ist Halvar. Willkommen an Bord, Roland. Wenn man so ein Steuer führen will, dann muss man bestimmt sehr stark und sehr geschickt sein. Ja, das muss man. Vor allem bei starkem Wind oder Sturm. Du hast ja keine Ahnung, was man für Kräfte haben muss, um so ein großes Schiff wie die Albatros sicher durch einen Taifun zu steuern. Der Steuermann muss ständig aufpassen, dass der Sturm ihm das Steuer nicht aus den Händen reißt. Wenn das einmal geschieht, dann sind Schiff und Mannschaft verloren. Ist dir das schon mal passiert? Einmal, ja fast. An den Küsten von Nordmar bekamen wir so einen heftigen Taifun, wie ich ihn noch nie erlebt hatte. Meine Güte, ich kann dir sagen, viel hätte nicht mehr gefehlt und wir wären mit Mann und Maus untergegangen. Aber Adonos sei es gedankt, er half uns in unserer Not. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie hielten meine Fäuste das Steuer so lange, bis alles vorbei war. Also so etwas möchte ich nicht noch einmal erleben. Du hast es jedenfalls geschafft. Mann und Maus. Okay, es gibt zwar nur Ratten im Spiel, aber egal. Mal gucken, was er für mich hat. Ach ja, und eine Stärke. Könntest du mir vielleicht beibringen, etwas stärker zu werden? Genau, da kann man... Klar. Bei mir kannst du sowohl deine Stärke als auch deine Geschicklichkeit steigern. Sehr gut. Und bei einem Schiffskameraden wie dir mache ich das sogar umsonst. Was? Ohne Lernpunkte? Was muss ich tun, damit du mich zum Bootsmann vorschlägst? Was willst du? Bootsmann werden? Bist du nicht erst vor kurzem an Bord gekommen? Das stimmt zwar, aber was ist nun? Was muss ich tun, damit du mir eine Chance gibst? Haha, du scheinst es wirklich ernst zu meinen. Na gut, ich mache dir einen Vorschlag. Tritt gegen mich zum Wetttrinken an.
Wenn du mich schlägst, könnte ich darüber nachdenken, dich zum Bootsmann vorzuschlagen. Aber eins sage ich dir, bis jetzt hat das noch niemand geschafft. Wetttrinken? Ich soll mit dem um die Wette saufen? Um Himmels Gottes Willen. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Na, ist klar. Ja, auch wieder. 10 Lernpunkte, 5. Alter, auch so teuer. Mann, oh Mann, ich dachte, auf dem Schiff ist es billiger. Herausforderung annehmen. Ich nehme deine Herausforderung an. Was? Du willst mit mir um die Wette trinken? Ja. Also, was ist jetzt? Du hast Mut. Das gefällt mir. Aber ich warne dich. Die meisten von denen, die sich mit mir angelegt hatten, fühlten sich noch nach Tagen schlecht. Das lass mal schön meine Sorge sein. Na gut, wie du willst. Sag mir Bescheid, wann du soweit bist. Ah, jetzt ja. Das erinnert mich an Gothic 2, bei dem ich bei einem der Bauern, ich weiß jetzt nicht, welcher Hof das war, da musste ich irgendwie so ein Wacholder drunter, irgendwie so eine Flasche schmuggeln. Und irgendwie war da auch so eine ähnliche Quest. Komm jetzt nicht mehr so drauf. Hier, Bertram. Guck. Hallo, ich bin... Ja, ich weiß, der neue Matrose. Du heißt Roland oder so? Ja, das stimmt. Aber woher weißt du das? Das spricht sich schnell rum. Sei willkommen. Mein Name ist Bertram. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann wende dich am besten an Gernot. Kannst du mir etwas beibringen? Sicher. Bei mir kannst du lernen, mit der Zweierwaffe umzugehen. Wenn du willst, können wir sofort mit dem Training anfangen. Och nö. Noch nicht. Ich brauche noch Lernpunkte, liebe Leute. Genau. Da brauche ich noch ein bisschen was. Ja, also, das ist ein Lehrer, das ist Knut, das ist Schiff, das ist Ernst. Ja, dann Dolo ist klar. Ach, vielleicht sollte ich mal unten ins Lager gehen. Ja. Wolfgang war das, glaube ich. Mal gucken. Ah, hier ist der Sven. Was macht denn der Sven hier? Hey, du! Hey, Sven. Hast du vielleicht eine Idee, wie man Halvar beim Wetttrinken schlagen kann? Also doch. Pump ihn doch vorher einfach mit Sumpfkraut voll. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Hast du keine bessere Idee? Nein, habe ich nicht. Mit Alkohol habe ich nichts am Hut. Sehr vernünftig. Herrlich, herrlich, herrlich. Jetzt liegen hier wieder die Klamotten, das ist ja lustig. Wolfgang. Hallo, ich bin Roland, der neue Matrose. Dann sei willkommen an Bord der Albatros. Ich bin Wolfgang, der Lagerverwalter. Kann ich etwas für dich tun? Vielleicht. Handelst du auch mit etwas? Ja, du kannst bei mir erstklassige Waffen bekommen. Aber natürlich verkaufe ich auch andere nützliche Dinge. Also, wenn du etwas brauchst, dann sag mir nur Bescheid. Das ist doch kein Geheimnis. Oh ja. Ich hätte das nicht gedacht. Ja, gucken. Erzähl mir was über die Mannschaft. Über die Mannschaft? Von mir aus. Aber eins sage ich dir gleich, über die Paladine kann ich dir nichts sagen. Da fragst du am besten Harald, der verkehrt am meisten mit denen. Wo bekommst du deine Waffen her? Von Hawk, unserem Schmied hier an Bord. Und warum verkauft er die Waffen nicht selbst? Anordnung von Lord Baldwin. Hawk hat schon genug mit dem Schmieden zu tun. Daher soll ich den Verkauf in die Hand nehmen. So einfach ist das. Das hört man ja auch, dass er am Schmieden ist. Auskünfte über die Mannschaft. Na, das kann mir vielleicht dienlich sein. Gut, erzähl mir was über die anderen. Na gut, von wem willst du was wissen? Aha, Albin, Wolf, Albin, den habe ich noch gar nicht gesehen. Albin? Albin ist unser Schiffskoch. Und ja, über den sollte man nichts Schlechtes sagen. Und warum nicht? Weil man es sonst spätestens beim nächsten Essen heimgezahlt bekommt. Deshalb. Aber wenn du den Mund halten kannst... Werde ich. Also wenn du mich fragst, denke ich, der Mann wird langsam senil und sollte in den Ruhestand gehen. Albin wird von Tag zu Tag vergesslicher. Und das Essen wird auch immer schlechter. Aber was ich denke, will da oben eh keiner wissen. Glaubst du wirklich?
Ja, okay, das frage ich alles mal später. Ist doch kein Geheimnis. Wegen Halvar. Was ist mit Halvar? Halvar, unser Steuermann. Der ist ein wahrer Herkules. Du solltest mal sehen, wie leicht er das Steuer führt. Der Bursche hat das wirklich Bärenkräfte. Das einzige Schlechte, was ich über ihn sagen kann, ist, dass er wie ein Loch säuft. Jetzt grinst nicht so. Ich weiß, an Bord trinkt jeder schon mal etwas. Auch etwas viel. Aber der übertreibt wirklich. Wenn Halvar einmal loslegt, dann richtig. Rum und Grog und alles durcheinander. Ich frag mich nur, wo er den Schnaps her hat. Irgendwo muss der Bursche ein Versteck haben, wo er das Zeug lagert. Wenn man das nur finden könnte. Was würdest du tun, wenn du Halvars Versteck finden könntest? Ich würde ihm einen gewaltigen Streich spielen. Da kann man sich ja. Das ist gut. Also, mit dem Wettsaufen mit Halvar, da kommen wir in der nächsten Folge dazu. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gebt mir einen Daumen, schreibt gerne Kommentare und bis zum nächsten Mal. Tschüss.